Heute stelle ich euch mal ein Smartphone vor, das gerade einmal 230 Euro kostet. Und ob man bei diesem günstigen Preis auf wichtige Features verzichten muss, das finden wir in diesem Video heraus. Wenn ihr euch das GigaZ GS270 Plus kauft, bekommt ihr neben dem Smartphone selbst noch eine Bedienungsanleitung, ein Netzteil mit einem Ladekabel, Kopfhörer und eine Hülle für das Gerät. Wenn ihr das Smartphone dann fertig eingerichtet habt, könnt ihr es mit dem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite entsperren. Der Sensor hat bei mir ziemlich gut funktioniert und das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist die Position. Mir hätte es besser gefallen, wenn er wie beim iPhone auf der Vorderseite angebracht wäre, aber das ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Den Fingerabdrucksensor könnt ihr außerdem auch zum Scrollen benutzen. Das war für mich anfangs etwas ungewohnt, aber wenn man sich dann erstmal daran gewöhnt hat, ist es wirklich praktisch. Ein Punkt, der mich am Gerät aber besonders beeindruckt hat, ist die extrem gute Akkulaufzeit. GigaZ verbaut hier einen 5000 mAh Akku, der bei mir locker 3 Tage gehalten hat. Das hat mich wirklich gefreut, da ich mit dem Akku in meinem iPhone gerade so durch einen Tag komme. Das Aufladen dauert dann so um die 4 Stunden, was bei der langen Akkulaufzeit wirklich in Ordnung ist. Aber kommen wir mal zu einem ganz anderen Punkt, der heutzutage bei Smartphones immer wichtiger wird. Der Kamera. Die Hauptkamera nimmt Fotos und Videos mit bis zu 13 Megapixel auf und für meinen Geschmack waren die Fotos etwas überbelichtet, das kann man aber mit diversen Apps wie zum Beispiel Lightroom oder Instagram ganz einfach ändern. Die Frontkamera hingegen hat mich nicht besonders überzeugt, für Videoanrufe wird sie sicher ausreichen, aber bei dem einen oder anderen Selfie kommt sie schon an ihre Grenzen. Aber am besten macht ihr euch einfach selbst mal ein Bild von der Kameraqualität. Wie ihr gerade gesehen habt, kann man aus der Kamera mit etwas Arbeit wirklich gute Ergebnisse herausholen. Für Schnappschüsse ist sie aber eher weniger geeignet. Aber kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Euch sind sicher schon diese kleinen weißen Tasten an der Unterseite des Geräts aufgefallen. GigaZ nennt sie Softkeys. Die Softkeys sind sicherlich jedem Android-Nutzer bekannt. Und mir hat besonders gut gefallen, dass GigaZ sie hier, im Gegensatz zum Vorgänger, in den Rahmen des Geräts integriert hat. Was mich aber besonders gestört hat, ist die Position des Lautsprechers. Dieser befindet sich auf der Unterseite des Geräts und ist gerade, wenn man das Smartphone auf dem Tisch liegen hat, besonders schlecht. Und wenn wir schon bei den negativen Punkten des Geräts sind, kann ich auch gleich zur schlechten Position des Kopfhörereingangs kommen. Im Gegensatz zum iPhone 7 hat das GS270 zwar einen Kopfhöreranschluss, dieser befindet sich jedoch auf der Oberseite des Geräts, was mich vor allem beim Musikhören wirklich gestört hat. Aber kommen wir mal zu einem Punkt, von dem ich wirklich sehr positiv überrascht war. Dem Design. Klar, bei einem 230€ Smartphone erwartet man nicht viel, aber das Gerät hat sich wirklich hochwertig angefühlt. Und das, obwohl die Rückseite komplett aus Plastik gefertigt ist. Was mich auch gefreut hat, war das recht große Display, welches mit Full HD auflöst und eine Größe von 5,2 Zoll hat. Als Betriebssystem läuft hier Android 7 und auch ein Update zu Android 8 Oreo wird in Zukunft folgen. Alles in allem gefällt mir das GS270 Plus für den doch recht günstigen Preis von ca. 230€ wirklich gut und ich kann es gerade an Personen, die ein gutes Mittelklasse-Smartphone suchen, wirklich weiterempfehlen.